Guten Tag und willkommen. Hallo und willkommen. Wir sind Peabody und wer ist einer nochmal? Ich hab's vergessen. Wir okay. Hier sind der Nero, VLP und Metal Mario Master. Zurück bei Portal 2. Nein, ja. Wir haben mittlerweile die vierte Testkammer abgeschlossen, wo das Ende relativ einfach war in Bezug auf den Rest. Und jetzt haben wir die fünfte Testkammer freigeschaltet, die da oben ist. Da. Ja, und wir hatten die zwei Frage Umarmungen, ist, stand da gerade. Was stand da? Ach, Umarmungen? Ja, wir haben zwei Umarmungen. Wow. Cool. Nur ist die Frage, wie kommen wir da hin? Ja. Da sehe ich irgendwie so ein Sprungdingen. Ja. Ich glaube, wir müssen da hin. Ich gehe mal da hin. Wenn das sofort richtig ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Ist richtig. Wow. Dösch. Jetzt hätte ich. Warte mal, geh nochmal. Warte mal, geh nochmal zurück. Geh nochmal zurück. Komm nochmal hier rüber gesprungen. Ich will mal gucken, ob das funktioniert. Was hast du vor? Warte mal. Ich habe nichts Gemeines vor. Ich will es hoffen. Nein, ansonsten töte ich dich. Okay. Wow. Oh, verdammt. Ich wollte dich mit einer Umarmung fangen. Aber nicht geklappt, du bist voll gegen die Wand gecrasht. Okay, wir sind in der fünften Testkammer. Ja. Oh. Das sieht anders aus. Mhm. Bewegungsgele heißt es. Mal sehen wir, was das wieder zu bedeuten hat. Das sieht anders aus. What? Wow! Wow, da bin ich ja noch. Ich glaube, ich verliere Öl. Schon wieder Öl verloren? Ja. Wir haben dich doch erst letztens beölt. Wow! Die letzte Strecke ist eine Übung zum Erreichen der Menschenkammer. Dieser Test hat also sogar einen Sinn. Ohne menschliche Testsubjekte ist das alles rein wissenschaftlich betrachtet völlig sinnlos. Warum erinnert mich das hier gerade so ein bisschen an Portal 1? Weiß nicht. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie ein ganz seltsames Déjà-vu. Auch wenn ich den ersten Teil noch nicht gespielt habe. Stopp! Wait, what? Kann man damit irgendwas machen? Zum. Wow. Warte mal, kannst du höher springen? Geh noch mal da drunter. Wow, ja. Oh, ich bin blau, da wo die wo du da. Geh mal da drauf. Kannst du mal auf den. Wop. 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 Du bist ja ein richtiger Jumpman. Wop. Lass dich hin. Ich bringe dich hoch. Na. Ah, ich verstehe. Wir müssen uns gegenseitig den Supersprung geben. Okay. Supersprung. Okay, Ja. Wow! Boing. Boing. Sie erhalten, um Springen zu vermeiden. Ja. So. Jetzt. okay, ich glaube, du kannst jetzt, du kannst wieder runtergehen und, hier durch mein Portal gehen, kommst du zu mir. Yay. Okay. Glückwunsch, ihr habt den Test bestanden. Ihr seid wirklich das beste Team, das ich mir nur wünschen kann. Warum ist denn ja alles so gedowngradet? Ich weiß es nicht. Uah! Hey, wir werden nicht mal auseinandergenommen. Ja. Wir entwickeln uns weiter und alles um uns herum entwickelt sich runter. Wundert ihr euch? Sieht so aus, als hätten die letzten Nicht-Testsubjekte andere Menschen hier heimlich gefangen gehalten. Ich glaube, sie wollten sie bestrafen, indem sie sie nicht mehr zu meinen Tests ließen. Darum konnten Menschen die Strecken nicht bewältigen.
weil sie Freunde wie Feinde behandeln. Ich habe hier gesehen, dass es hier insgesamt 8 Level gibt. Ja. Ich verteile mal meine blaue Grütze. Ja. Nutz auch mal die blaue Grütze. Ich glaube, dass wir hier durch müssen. Nee. Ich verteile mal überall. So. Boah. Boah. Auch nicht. Verschwendet ihr meine Zeit? Ach so, ah, wir müssen hier durch. Wow. Okay, hier ist Wind. Muss ich auch darüber. Okay, der Schalter lässt die zwei Plattformen da hinten erscheinen. Und hier haben wir Wind. Mhm. Nur wo muss er hin? Dann ist der Ausgang. Aber. Ich weiß. Vielleicht hier hin? Ja, was macht der Schalter überhaupt? Der Schalter bewirkt, dass hier beiden Plattformen sich anheben. Ah. What to do? What to do? Wir müssen aber bestimmt irgendwas mit dem Zeug da machen. Also? Ja, würde ich jetzt mal raten, ne? Wenn wir da jetzt nicht umsonst hier vorgestellt haben, oder? Nee, denke ich nicht. So. Kann man das irgendwie in den Wind da reinpacken? Blauzeug. Ich weiß es nicht. Wo geht denn der hin? Dein. Und dann? Ups, weiter. Wohin? I don't know. Ich komme mal da runter. Blöde Idee. Das ist eine blöde Idee. Ja, ich komme jetzt nicht mehr zurück. Oh Mann. Oh Gott. Ich glaube, du. Oh Gott. Ich gehe ja durch die komischen Gitter durch. Ich gehe jetzt zum Ende der Welt. Was? Guck mal, wo ich bin. Ich glaube nicht, dass ich hier sein soll. Nee, ich glaube nicht. Oh. Okay. Na gut, dann. Wir sind so nah dran. Und was macht ihr? Blaue Grütze. Blaue Grütze. Was bringt das denn? I don't know. Müsst ihr irgendwas hier machen, ne? Nur was? Alter, wo?
wahrscheinlich, ey. Komm schon jetzt nicht weiter, ey. Ja. Mal übersehen wir schon wieder. Ich glaube auch. Was müssen wir machen? Wo hast du? Oh, da unten bist du. Ja. Schon gewundert, wo du warst. Ja, da steckst du leider jetzt ein bisschen fest, ne? Ja. Tschüss. Macht es euch nicht schwerer als nötig. Es ist aber schwierig. Wie soll man denn auch darüber kommen? Weil hier gibt es kein Ding, was irgendwie dahin führen kann. Nee. Boah. Ich nehme an, da müssen wir hin, ne? Ja, da hinten müssen wir hin. Also irgendwer muss da hinkommen. Dann nehme ich mal an, einer muss hier drauf bleiben, damit der andere hier auf das Ding da drauf landen kann. Ne? Ja. Oh, wie? Kann man da ein Portal setzen? Und das Ding ist. Sei denn. Nee, es wird nicht passen. Ich bin immer noch der Meinung, wir müssen irgendwann mit dieser Grütze hier machen. Ich bin mir nicht sicher. Kannst du mal die Brücke da lassen? Die Brücke? Also auf den Schalter drauf gehen. Ja. Macht das irgendwas? Nee. Ja. Alter. Gibt's jetzt nicht, Mann. So, ja. Boah. Gott, ist das schwer. Ich habe auch überhaupt keinen Anhaltspunkt. Hier unten ist auch nix. Da an der Wand ist jetzt so blaues Zeug, aber. Oh, warte mal, oder? Nee, verdammt. Komm mal nicht rüber. Boah. Mein Gott. Nochmal. Los, streng deine Gehirnzellen an. No, warte mal. Nee, geht nicht. Kommt man irgendwie darüber? Genau. Irgendwie darüber. Der ist wahrscheinlich voll einfach. Wir aber sehen schon wieder irgendwie was. Boah. Hm.
bin mir nicht sicher, was wir machen müssen. Ich auch nicht. Oh Mann! Ich hab keine Ahnung! Ich weiß, ich kann auch nirgendwo, ich kann auch nirgendwo ein Portal setzen. Nee. Bad. Oh, ah. Oh, 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 oh. Warte mal, ich hab ne Idee. Ja, hau raus. Warte, Moment, 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 Moment. Moment. Oh, drück ich nochmal auf den Knopf. Ja. Drück nochmal auf den Knopf. Und dann lässt du halt los, ne? Ja. Warte mal, ich mach mal deine Sicht an. Beziehungsweise ich lasse es jetzt nochmal durch den Wind laufen. Ja. Warte, jetzt. Okay. Wir müssen halt überall da verteilen, ne? Am Boden. Ja. Und platsch. Ja. Jawollo. Und dann müssen wir halt irgendwie jetzt da unten dran bringen. Aber wir bringen mal da unten hin, ne? Naja. Müssen es jetzt irgendwie dorthin bringen? Irgendwo jetzt gerade der Wind ist. Ja. Warte, ich muss den Wind vorbereiten. Warte. Pff. Ah! Ja, cool. Warte mal, mach das doch mal! Ja, ich hab, mal. Ja, ich hab's gesehen. So, pack den Wind dahin. Halt da fest. Naja, jetzt muss halt irgendwie da. Ah nein! Schon wieder falsches Portal! Boah, ich, Mann, ey. Warte. So. Ja. Einmal da rein und dann das andere. Genau. Jetzt da durch und jetzt hat sich das verteilt. Jetzt müssen wir da rüberkommen, oder? Jetzt dürften wir da rüberkommen. Wow! Oh fuck. Oh, ja. Ja, und einer muss jetzt hier stehen bleiben. Ja, dann bleib du da mal stehen. Warte, da muss hier hin, ne? Ja. So. Doing. Boom. Könnte man schon mal so hoch springen? Oder ist das wegen der Schwerkraft? Das wäre wegen dem Schleim. Ja, aber doch nicht so hoch, oder? Du kannst halt darauf abbouncen. So. Hm. Kommst du da nicht rüber? Ich habe nicht genügend Momentum. Wie wär's mit jetzt? Sieht doch. Oh. Ja. Nee. Okay. Das sah so aus, als hätte es halt geschafft gerade. Warte mal. Oder muss ich das Portal dann nach rechts packen? Versuch's mal. Okay, gehen wir ganz nach oben und dann. Nein, bleib mal da im Stahl. Jetzt boom. Oh nun? Ich weiß es nicht. Oh fuck. No! Oh, boah. Oh Gott, ist das kompliziert! Ich bin mir sicher, dass die Lösung relativ simpel ist, aber. Wir müssen. Gehen einfach nur springen. Ja. Stell dich auf den Schalter und ich versuche rüber zu springen. Ja.
Vielleicht kann ich jetzt da irgendwo dann ein Portal erzeugen. Ich muss erstmal mein Ding. Ja, spring einfach in die Mitte da. Ja. Ja gut, dann lass mal die Plattform erscheinen. Geronimo! Sieh mal an, hier ist. Ja. Geh mal weg da von der Plattform. Ah! Sieh mal an, ich hab was gefunden. Was? Lass mich mal sehen. Wir können hier irgendwie den Wind erzeugen, sodass du rüberkommst. Ja. Wo brauchst du den Wind? Hier, hier, hier. Nee, ich muss den Wind irgendwie erzeugen. Aha. Okay, spring rüber. Okay. Oh Gott. Muss einfach nur im Wind landen. Okay. Ah, okay. We did it! Yahoo, we did it! Yay. Okay. Ich habe in Vorbereitung der Menschentests einen alten Kummerkasten konsultiert. Der beliebteste Wunsch: weniger tödliche Tests. Lächerlich. Wie können Sie wissen, dass die Tests tödlich sind, wenn Sie das noch schreiben können? Boah. Diese Menschen, die mal leben wollen. Ja, ne? Schlimm. Also dann, jetzt beim ersten, das war ein schwieriges Rätsel gewesen. Da war erst der erste, zweite Raum. Ja, es war erst der zweite Raum, wir sind jetzt im dritten. Oh Gott! Tödlich, doch wir wissen, dass dank eurer wunderbaren Remontagefähigkeit nichts tödlich ist. Brücken! Oh nein, ich will das nicht! Können wir den Test nicht einfach überspringen? Weiß ich nicht. Oh, da ist ein Schalter. Wo ist ein Schalter? Da. Können wir den von der Seite aus? Gehen wir da runter. Damit ich dich nicht voll töte. Ja, oder so. Können wir den von hier aus drücken? Blaue Götze. Ach, schon wieder? Kann ich irgendwie da drauf? Nee. Erzähl nicht, okay. Das dunkle Blaue. Warte mal. Setz die Brücke mal, mal etwas näher hier hin. Ups. War es jetzt du oder ich? Das warst du. Das warst du. Ach so, da hatte ich das. Nee. Falsch. Da, ich muss einen Schalter drücken. Ja, aber die Brücke muss halt auch wieder anders sein. Was ist denn vor? Nein, ich will diese Grütze abkriegen. Warte mal, Ja, ich kann nichts platzieren, wenn ich da drauf bin, weil sonst geht meine Brücke ja kaputt. Komm erstmal runter von der Brücke, ich habe eine Idee. Setz mal dein rotes Portal dahin, wo jetzt mein hellblaues ist. Genau. Dann verläuft nämlich mein Portal nämlich so ab und dann setze ich hier das andere. Dann kannst du nämlich den Schalter drücken und ich krieg die blaue Grütze ab und dann können wir da nämlich hochspringen. Okay. Perfekt. So. Und jetzt machen wir das genau andersrum. Na, kann man nicht einfach rüberspringen? Stimmt. Und jetzt zu meinem nächsten Trick. Das war ja einfach. Boah, ich bin so klug. Sehr gut. Oh, das war's noch nicht. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Okay. Da ist der Ausgang.
Und da ist wieder hier. Das ist wieder ein Schalter. Und irgendwo da hinten. Gehen wir darüber. Erstmal will ich wissen, wo der Schalter überhaupt was auslöst. Da hinten. Da hinten irgendwo. Aber ich kann da nicht rüber. Ah, da. Ach ja, genau, du kannst nicht rüber. Ich muss rüber gehen. Ja. Guck mal, was du da machen kannst. So. Ja. Hier. Oder? Okay. Ich bin jetzt oben. Ups. Wie kriege ich dich jetzt? Ah, ich weiß. Okay. Weiß, komm erstmal runter von der Brücke. Du musst runter von der Brücke. Also jetzt muss ich muss jetzt nämlich die Brücke platzieren, damit du da durch kannst. Dann mach runter von der Brücke. Ja, hier darf ich ja noch stehen. Hier ist er. Von hier kommt er. Kann ich das hin? Warte. Ja. Und dann. Ja, genau. Genau, geh einfach durch. Ja, mach ich doch. Nein, doch nicht dadurch. Du musst dadurch gehen. Ja, ist doch nur der Einzige hier. What? Ja, guck mal, wo ich hier rauskomme. Ich versuche diesen einen Typen zu folgen, aber der rennt mir die ganze Zeit weg. Ich krieg den nicht eingeholt. Der ist so schnell für mich. Vielleicht, wenn ich da lang gehe. Er ist einfach immer zu schnell. Ich krieg ihn nicht. Ah, du kannst durchgehen. Nein, kann ich nicht. Ich bin schon wieder in der gleichen Situation. Was machst du denn da? Was machst du? Du kannst einfach da durchlaufen. Ach so, das meinst du. Ja. Ich dachte, du meinst die ganze Zeit hier das Ding. Nein, Mensch. So. Ich frage mich die ganze Zeit so, was machst du denn da? Du kannst einfach da auf die Plattform gehen. Ja, aber jetzt... direkt unter dir. Dann kannst du hochspringen. Ah, okay. Reicht das? Ich glaube, das hat reicht. Nee, das reicht nicht. Wie, das reicht nicht. Na, reicht nicht. Nee, was? Impossible. Du musst irgendwie die Grütze ja wieder hinpacken. Ja. What? Oh Gott. Ich bin tot. Notwehr ist das nicht. Sie können Nein. sich nicht allein befreien. Nein, das Rätsel ist wirklich nicht schwer. Jetzt muss ich da rüber. So. Einmal Knopf bitte. Oh Gott. Okay. So. Und jetzt, Jetzt irgendwie dich darüber, ne? Ja. Ich krieg ihn! Ja. Immer schön weiter rennen, irgendwann kriegst du den. So. Hier ist auch noch ein Ding. Muss man bestimmt auch irgendwas machen. Moment mal. Ja, warte mal, ich habe eine Idee. Okay, das nicht. Kannst du meinen Knopf drücken? Dann müsstest du eigentlich da. Ja. Ja, stimmt, wenn ich jetzt den Knopf drücke.
Yeah. Sehr gut. Juhu! Und perfekt. Ich habe zwar keine Kontrolle über die Welt außerhalb der Teststrecken, doch die Remontageeinheit macht er gar nicht für mich auf. Das ist meine. Auf der letzten Strecke werdet ihr sie brauchen. Wow. Na gut, aber da war es dann schon wieder, ne? Wir haben so lange, wir haben so lange an der ersten da gerade gehängt. Ja, schon wieder 30 Minuten, ja. Boah, der zweite Test, der hat alles ruiniert. Ja. Ja gut, okay, dann würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Cut und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Ja, vielleicht schon das Finale. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüssikowski.